Vielen Dank. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen hier zur Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises 2011 hier im Mainzer Unterhaus. In diesen Gemäuern wird dieser Preis seit 1972 verliehen, und ich habe heute die wirklich große Ehre, durch das Programm führen zu dürfen. Früher hätte man ja gesagt, ich bin ein Conferencier, aber seit der letzten Rechtschreibereform weiß man nicht mehr so recht, wie man das buchstabiert. Und jetzt sagen wir Moderator. Das ist das neue, das moderne Wort Moderator. Moderation ist ja ganz in, das wissen Sie. Auch in der Politik ist Moderation inzwischen sehr gefragt. Konflikte werden durch Moderation, durch Schlichtung gelöst. Heiner Geißler hat es exemplarisch vorgemacht. Was heißt Schlichtung? Man macht aus Scheiße Scheiße plus, meine Damen und Herren. Auch das große Plus der Kanzlerin ist ja, dass Angela Merkel sich nicht als Basta-Kanzlerin versteht, sondern auch mehr so als Moderatorin. Ja? Angela Merkel ist eine Art Anne will und kann nicht. Und die meisten Deutschen hätten sowieso lieber einen König. Einen gütigen König, da träumen die Menschen im Grunde wirklich von. Deshalb auch der große Erfolg von The King's Speech im Kino augenblicklich. Ja, die Menschen hätten gerne was, wo sie zu aufsehen. Eine integre Gestalt, die über den Niederungen der Politik steht. So einen gütigen Monarchen mit weisen Entscheidungen. Wir hatten einen Baron in Griffweite. Aber das ist Hagel von gestern, meine Damen und Herren. Sein Versuch, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, ist an der Frisur gescheitert. Vor ein paar Tagen haben sie ihm dann den Zapfen gestrichen. Majestät war sehr gerührt und haben angedeutet, die Memoiren schreiben zu wollen. Das finde ich eine schöne Idee angesichts der Tatsache, dass man sich bei Memoiren erinnern können muss, was man getan und gesagt hat. Aber heute ist nicht alle Tage, unser Dr. AD kommt wieder, keine Frage. Die CSU steht ja geschlossen hinter ihm, und der Horst Seehofer hat ja auch gesagt, er ließe sich nicht von Steinewerfern und Altkommunisten erklären, was Ehre und Anstand sind. Richtig, Herr Seehofer, welcher Mafia-Pate hört schon auf das Geschwätz von Kleinkriminellen? Dass solche Leute wiederkommen, hat Tradition in der CSU. Sie erinnern sich alle an Friedrich Zimmermann, der war mal verurteilt wegen Meineid vor Gericht, Old Schwurhand genannt, wurde dann noch Innenminister. Oder Otto Wiesheu, legendär, hat im Suff auf der Autobahn einen Menschen totgefahren, ist dann immerhin noch Verkehrsminister geworden. Da steht doch allen noch die Zukunft offen. Aber wir haben inzwischen ja ganz andere Sorgen. Gutenberg ist ja schon alles von gestern, sehen Sie, wir haben ganz andere Sorgen inzwischen. Verträgt zum Beispiel Ihr Motor diesen neuen Sprit? Diesen neuen Biosprit? Ne? Sie fahren diese, sind glücklich, aber Sie sehen so entsetzt aus hier. Ne? E10, haben Sie keine Angst vor E10? Es klingt so ein bisschen wie E605, oder? Ne? Gift für den Motor, da hat der Deutsche Angst, da fürchtet der Deutsche sich sofort. Meine, der Deutsche fürchtet sich immer gerne. Ich habe ja das Gefühl, fürchten ist eine Art Volkssport in Deutschland. Wenn der Deutsche sich nicht vor dem aktuellen Weltuntergang fürchten kann, hat er keinen richtigen Spaß am Leben, habe ich oft das Gefühl. Und die Deutschen sind froh, dass sie was zum Aufregen haben. Der Biosprit ist klasse, man kann sie aufregen, man kann debattieren. Der Deutsche muss immer was haben zum Aufregen, damit er nicht auf Gedanken kommt. Das ist ganz wichtig. Der Deutsche darf nicht auf Gedanken kommen, also vor allen Dingen nicht auf grundsätzliche. Auf dumme Gedanken darf er kommen, da hilft die Presse auch jederzeit bei. Und damit auch die Nicht-Autofahrer was zum Aufregen haben, haben sie ja letzte Woche dann noch den Lokführerstreik zur Riesenkatastrophe hochgeschrieben. Da kommt man wieder mal sehen, wie die Empörung hochwallte im Volk. Die Lokführer, das ganze Land steht still, Schäden in unermesslicher Höhe. Sofort durften die ersten Experten ausrechnen, welche volkswirtschaftlichen Schäden entstehen werden, wenn die Lokführer tatsächlich länger streiken. Ich habe das so verstanden, dass die Wirtschaft sich davon nie wieder erholen wird. Und wie immer, wenn die Katastrophe ganz akut ist, schwanken ja auch die Opferzahlen. Ich hörte einen Radiobericht, wo ein aufgeregter Reporter meinte, an dem Lokführerstreiktag wären 80% der Züge ausgefallen, in Köln sogar jeder zweite. Lokführerstreik ist auch nicht neu, hatten wir auch schon vor 3 Jahren, vielleicht können Sie sich erinnern. Der große Lokführerstreik vor 3 Jahren, da stand dann hinter der Presse eine Riesenschlagzeile. 75 Millionen Euro volkswirtschaftlicher Schaden durch den Lokführerstreik. Ja, das sind Schäden, da träumen andere Menschen von, meine Damen und Herren. Wenn Sie zum Beispiel bei der Hypo Real Estate
an einem einzigen Tag nur 75 Millionen Euro Schaden anrichten, sind Sie Mitarbeiter des Jahres. Wir kommen jetzt zum Kabarettist des Jahres. Meine Damen und Herren, der Deutsche Kleinkunstpreis 2011 in der Sparte Kabarett geht an Frank Lüdecke. Applaus.